Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Star Wars Jedi Fallen Order mit Facecam. Erstes Mal. So, ich hab wieder... Noch mehr nach, Brüder. Erhöhte Vorsicht. Das ist dieser komische Bogen, den man auch in der Clone Wars Serie sieht. Nein, Bad Serie. Brüder, helft mir! Schlagt richtig zu, Brüder. Bereite dich auf den Tod vor, Mistkerl. Ja. Dein Leben ist vorbei. Ich brauche Hilfe. Nee, okay, ist ein anderer Bogen. Aber wahrscheinlich ähnliches Prinzip. So. Fremder! Wow! In die andere Richtung. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Wetten? Ich glaube, sie ist versiegelt. Ich muss das Mikrofon mal ein bisschen weg. So. Okay. Gehen wir mal weiter. Also. Langsam näher. Ich hab schon Schlimmeres eingesteckt. Ich mach dich fertig. Ich kenne den Sprecher. Ich sehe dich, Fremder. Schön für dich, dass du mich siehst. Woo! Na komm, noch ein Schuss. So. Oh. Ah, shit. Du musst es einfach wissen, stimmt's? Was hast du da? Schütze. Das ist eine interessante Musik, da könnte man meinen, ich hätte irgendwelche Probleme. Übersehen? Ach, den Raum habe ich noch gar nicht betreten. Ein Gegner! Ich hab dich! Oh, was ist das denn für einer? Hilfe, BD! Ah, das ist so eine scheiß Spinne! Werf einen rüber, BD1! Versuch's mal, Jedi! Ah, daneben! Warum ist denn der... Woran ist denn der jetzt gestorben? Bis
Willst du mal reinsehen? Zeig mal, was du gefunden hast. Aber es sieht nicht so aus. Okay. Das ist ein Geräusch, das ich nicht mag. Ah, okay, ich dachte gerade, da wäre irgendwie ein richtig großes Fettchen. Ja, ich muss bescheiden. Braucht da keine Änderungen. Ich bin mit meinem Mischler zufrieden. Etwas hier hat jemanden angezogen. Energie aus der Ruine? Alter, das ist eine Welt. Echt nicht angenehm. Oh, ein Weggefährte. Du hast wohl schon die Schwester der Nacht getroffen. Und dennoch bist du am Leben. Ein Lichtschwert. Nein, nein, nicht verstecken. Jetzt verstehe ich, wie du überlebt hast. Wer bist du? Nein, bitte hab keine Angst vor mir. Ich bin nur ein Reisender. Ich studiere die Natur der vergangenen Kulturen und toten Philosophen. Auch die Schwestern der Nacht? Oh, ich studiere vieles. Die Schwester der Nacht, ja. Auch sie. Oh. Sie war noch ein Kind, als der Krieg uns heimsuchte. Sie musste mit ansehen, wie ihre Familie stirbt. Was wisst ihr über diese Ruine? Ach die, ja. Unsagbar alt, das ist sie. Die Schwester der Nacht und ihre Sippschaft. Sie wurden verführt. Von der Kraft, die darin schlummert. Nein, meide sie.
Ansonsten widerfährt das auch dir. Ist ja absolut nicht, Wir müssen das jetzt beenden! Wenn da auf einmal einfach so ein Typ kommt. Ist ja absolut nicht, naja. Besorgniserregend. Also wird auch nicht gefragt, ey, wie hast du überlebt? Erkletterbar, aber nur mit Ausrüstung. Sterb! Ja, toll. Ja, weil da unten im Nebel wahrscheinlich ja nicht irgendwelche unsagbar unangenehmen Dinge leben. Puh, wie haben wir das geschafft? Mit dir erlebt man was. Weil die Entwickler unsagbar in den Hauptcharakter verliebt sind und nicht zulassen, dass er stirbt. Ich glaube so. Okay, es geht in beide Richtungen weiter. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Oh Mann. Du gehst keinen Schritt weiter. Schritt zur Seite. Nein, er hatte recht mit dir. Wer? Was? Jedi sind Diebe und dreckige Lügner. Und bringen nichts als den Tod. Pass ja auf, wenn du nochmal angreifst, strecke ich dich nieder. Oh, ich mache gar nichts. Aber meine ermordeten Schwester. Ja, sie bekommen ihre Rache. Noch mehr und Tote. Der Mensch hat ganz schön gelassen, muss ich sagen. Verlasse diesen Ort. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Zombie-Hexe unbedingt so üblich sind hier in Star Wars. Wir gehen nie vor euch auf die Knie. Ich schulde dir die was. Die haben's echt in sich. Die sind schnell. Echt schnell. Du wirst für ihren Tod bezahlen. Das war nur leider nicht ich gewesen. Ja.
Hilf mir bitte. Hilfst du mir mal, BD? Wie schafft's diese Schwester der Nacht, uns zu folgen? Sie hat sie Machtnutzer genannt. Aber so habe ich die Macht noch nie erlebt. Wir gehen besser auf Zehenspitzen. Moment, hast du überhaupt 10? Was ist das für eine fliegende Kreatur? Hoffentlich erfahren wir es nicht. Wie viele Krabbler hast du heute gesehen? Ganze Schwärme. Ausrüstung. Brüder der Nachtrunen. Meinst du, wir nähern uns einem Dorf? Brüder, ein Eindringling! Okay. Erledigt dieses Ungeziefer! Ich werde dich stoppen, jetzt! Ja, dann komm her! Oder bleib stehen, bis meine Macht aufgeladen ist. Kämpfe mit mir! Okay, dann warten wir, bis die Macht aufgeladen ist. Zu mir, BD. Viel besser, BD. Die Dinger gehen mir auf den Geist. Na los, verschwindet! Hier wurde jemand gejagt. Na komm, er will als erstes von euch zwei. Beeindruckend, Jedi. Ja, das kann ich leider bei deiner Leistung hier nicht behaupten. Ja, zeig mal. Leider bringt mir das da gar nichts. Ich muss da hoch. Yeah.
Hey, BD, was ist das? Ja, sehen wir es uns an. Ja, super. So. Gut. Und mal so eine Fähigkeit. Das klingt nach einer guten Fähigkeit. So, Leute, ich würde sagen, mit der Folge war es das dann. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und ja, dann schauen wir doch einfach mal, wie wir auf Datumir vorankommen. Ich glaube, den Planeten werde ich noch mehr hassen als, wie ist er? Zeraf? Ja. Irgendwie sowas. Macht's gut, möge die Macht mit euch sein und bis zum nächsten Mal.